We're going up. Hi, wisst ihr noch, wer ich bin? Ciao, Felix! Hey, Julio! Genau der! Hey! Das ist Ella, meine beste Freundin auf dem Otto-Leonhardt-Gymnasium. Chris und Robert gehören auch zu unserer Gang. Ich war da komplett. Wir haben das Otto gerettet. Und wisst ihr was? Schmitty ist total locker geworden. Bin ich sehr in Eile? Hilfst du mir sofort? Hab ich Langeweile? Mach ich mit dir Sport? Absolut und definitiv ist es die Fortsetzung. Es ist ein ganz klassischer zweiter Teil. Diesmal ist nicht nur die Lehrerin, Frau Dr. Schmidt-Gössenwein, klein auf 15 cm runtergeschrumpft, sondern eben auch die Eltern. Ja, endlich mal. Die Eltern werden in die Schule gerufen, weil sich ganz tiefe Risse aufgetan haben in den Schulmauern. Und da die beiden vorn dran ja Architekten sind, werden sie darum gebeten, sich das mal anzugucken. Und wegen dieser Risse möchten sie dann eben die Schule schließen, wegen der Sicherheit der Schüler. Und Otto Leonhardt denkt aber, dass die Schule für immer geschlossen wird und möchte eben nicht, dass da Änderungen dran vorgenommen werden und schrumpft sie deshalb. Die Schule muss umgehend geschlossen werden. Das hat am Anfang was Schönes, wenn die Eltern geschrumpft sind und nicht mehr meckern können und man selber der Boss ist. Achtung, schön auf die Zähne beißen. Oh, das brennt! Das brennt! Ja, aber es hilft. Irgendwann nervt es dann auch, wenn man alles selber machen muss. Sind wir bald da? Haha, sehr lustig. Ich muss aufs Klo! Echt jetzt? Hättest du mich zu Hause pinkeln können? Ja, aber da musste ich ja noch nicht. Felix, die Mama hat mich geärgert. Ihr macht mich irre. Der Felix vorn dran muss alles, was er kann, unternehmen, um seine Eltern wieder groß zu kriegen. Dazu braucht er den Schulgeist Otto Leonhardt. Ich bin ja der verstorbene Schulleiter, Schulgründer. Und ich plage mich auch rum mit Hulda Stechbart. Die hat Anspruch, sie möchte gerne der Schulgeist sein. Jetzt bin ich wieder da und werde dir alles auf Heller und Pfennig heimzahlen, Otto Leonhardt. Mit Verlaub, Sie sind nicht einmal Haut, nur Knochen. Und ich bin ein Geist. Wie wollen Sie sich unter diesen schwierigen Umständen eigentlich an mir rächen? Hä? Das werden Sie schon sehen. Also die Hulda ist vor 100 Jahren gestorben und wieder auferstanden und ist sehr altmodisch, sehr unerfüllt, unglücklich und dadurch recht böse und schroff geworden. Lateinbücher raus! Wir haben jetzt gar kein Latein. Nach dem Stundenplan haben wir jetzt Bio. Wir haben Latein, wenn ich es sage. Noch ein Widerwort und es gibt 5 Schläge auf die Handflächen. Verstanden? Das dürfen Sie gar nicht. Wir versuchen, die Schule zu retten und auch die Eltern wieder groß zu kriegen. Das ist lustig, das ist ein bisschen schräg, das ist bunt. Es ist halt cool, auch für Kinder zu sehen, dass die dann auf einmal so die Eltern sind und die Eltern die Kinder werden. Das macht halt auch total Spaß. Und wer mich bei meiner Machtübernahme sehen will, sollte ins Kino gehen. Wake up, wake up.